Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT-Bahn und seinem Wort am Sonntag. Tja, da steht sie, die Sonderlok oder eine der Sonderloks von Pico. Schauen wir uns gleich genauer an. Wie gesagt, gesagt oder erzählt habe ich es euch ja schon. Ist auch in den Liefertermin gekommen, wie es angegeben war. Wie gesagt, da hatte ich schon einmal andere Erfahrungen gemacht, aber tippitoppi, also Daumen hoch. Exonite heißt das, glaube ich, richtig ausgesprochen, der Job. Also da hat immer wirklich gute Preise. Klappt eigentlich auch immer mit der Lieferung, aber ich hatte eben auch ein, zweimal ein bisschen Probleme damit. Aber das ist egal, das ist, glaube ich, in jedem Job so. Und ja, man muss ihnen auch mal eine zweite Chance geben, gell? So, dann bin ich drauf eingegangen auf den, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, es tut mir wirklich leid, aber ich hole das nach. Ich kann jetzt bloß nicht gucken, weil mit dem Handy, wo es drinne steht, filme ich mich gerade. Und das andere Handy, wo ich noch reingucken könnte, hängt da am anderen Ständer, um dann die Wagen zu filmen. Da brauche ich nicht ewig umzubauen. Ja. Ich habe mir noch eine App runtergeladen, eine zweite. Ich habe die IV-Cam, womit ich bis jetzt schon jahrelang filme. Bin ich auch sehr zufrieden mit der App. Und ich habe mir jetzt noch eine zweite App, weil ich kann auf der einen App nicht zwei Kameras laufen lassen, logisch. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ich könnte jetzt hier umschalten. So, da sind wir an der Werkbank. Und jetzt schalte ich hier wieder um. Sind wir wieder hier. Also das mache ich folgendermaßen. Ich habe jetzt zwei Apps auf dem PC. Einmal die IV-Cam und einmal das Android-Cam oder so ähnlich. Und mein Gedächtnis. Aber ich kann es euch gleich sagen, wie die heißt. Nee, kann ich nicht. Jetzt schaltet es nämlich wieder nicht um. Ist egal. Jedenfalls zwei Apps drauf, auf jedem Handy eine andere App. Eins ist über USB verbunden, das andere ist über WLAN verbunden, Wi-Fi. Somit kann ich zwei Kameras. Um das steuern zu können, hat das Windows 11, weiß gar nicht, ob es 10 auch hat, aber 10 hat es, glaube ich, auch, ein extra Kameraprogramm. Und wenn ich auf dieses Kameraprogramm gehe, sind diese beiden Kameras, wenn die an sind, automatisch hinterlegt. Und dann habe ich oben dasselbe Zeichen in der Ecke. Das kann man jetzt mal ganz einfach machen. Moment, ich muss hier mal ganz kurz raus. So, da bin ich wieder. Also, ich habe zwei Kameras und das kann man hier oben umschalten. Das ist das Kameraprogramm, das heißt direkt nur Kamera, findet man unter den Apps. Dann geht man hier drauf und kann hier oben hin und her schalten. Das ist dasselbe Zeichen, was man auf dem Handy hat zwischen Front- und Rückkamera. Und dann kann man das hin und her switchen und machen und tun. Funktioniert wunderbar, ihr seht's. Und um das bewerkstelligen zu können, bin ich. Ja, er filmt noch. Um das bewerkstelligen zu können, bin ich in mein Schnittprogramm. Und mache das über Screenshot. Also, die Kameras nehmen das zwar, filmen das zwar, ich kann das sehen auf dem Bildschirm, aber es wird vom Computer nicht aufgenommen. Vom Prinzip her wird das nur über den Screenshot aufgenommen von meinem Kameraprogramm oder von meinem Schnittprogramm. Somit kann ich zwischen verschiedenen Kameras hin und her switchen, ohne dass ich da irgendwie großartig umstellen muss oder Pause machen muss oder so weiter und so fort. Also, das war jetzt mal ein kleiner Ausflug in meine Technikwelt, von den Kameras. So, das soll es jetzt dazu gewesen sein. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal erstmal die Wagen an. Und dann schauen wir uns an, was für eine schöne Lok da gekommen ist. Also, ich muss ja nicht mehr umbauen. Ich schalte es einfach um. Schwenke das Mikrofon beiseite.
und bin hier bei den Wagen. Jetzt nochmal zu den Reisezugwagen, Abteilwagen. Die Trittbretter, das hier ist der von BTTB. Die neuen von Tillig sind ja ungefähr gleich. Sind ein klein wenig schmaler. Gepäckwagen. Und hier sind ja die Trittbretter, wenn ihr das seht, mittig Achse. Also sind genau Mitte Achslager. Und wenn ihr diesen Wagen hier nehmt, den neuen, diesen Abteilwagen von Tillig, da sind diese Trittbretter oberhalb der Federn. Das ist dann schon ein bisschen merkwürdig, weil da brauchen wir schon fast eine Trittleiter, um da drauf zu kommen, wenn man vom Bahnsteig aus einsteigen will. Jetzt habe ich Gruß Jürgen, von Jürgen ja den Tipp gekriegt, dass das so nicht hinhaut, dass er das anders gemacht hat. Ist jetzt hergegangen und hat die Zwischenblenden rausgeschnitten. Nur die Stegs, die hier hochgehen, die Mittelstegs, also hier die Träger praktisch vom Trittbrett zu der Grundplatte, hat er stehen lassen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und hat die dann da angeklebt. Das hatte ich auch gemacht. Und wenn man die dann so anklebt, so wie sie dann sind, stehen die sehr, sehr weit weg. Dann habe ich die, der Kleber war ja noch zu Gebrauch. Man konnte mit dem Kleber noch weiterhin justieren. Das habe ich gemacht. Und habe das nach einer Weile Trockenzeit, also wo der Kleber nicht mehr total weich war oder flüssig war, direkt an die Achsen rangedrückt und habe hier nochmal einen kleinen Tupfen an die Achsen dran gemacht. Also klebt das jetzt nicht mehr am Gehäuse oder so oder an der Sitzgruppe mit dieser Blende, sondern es klebt jetzt hier am Rahmen und mit dem ganz kleinen Tupfen Kleber an der Achse oder an den Achslagern. Und jetzt habe ich im Ungefähren, wenn man es sehen kann, dieselbe Breite wie bei den Gepäckwagen. Und wenn man die jetzt mal so hinlegt, das Gehäuse ist noch nicht fest, das ist das einzigste Gehäuse, wo mir die Nasen weggebrochen sind. Bei den anderen Gehäusen sind die Nasen alle noch dran. Das hier muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich denke mal, da werde ich ums Kleben nicht drum herum kommen, so leid ich mir das tut. Aber naja, mal sehen, vielleicht fällt mir auch noch was anderes ein. Ja, so viel dazu. Und ihr seht, die Trittbretter sind in einer Höhe. Also, das haut wunderbar hin. Gibt's nichts, aber auch gar nichts zu meckern. Also, Gruß Jürgen, das funktioniert einwandfrei. Wo ich das gestern dran gemacht habe, war ich nicht so überzeugt. Wo ich heute früh hier hochgekommen bin, habe das mir in aller Ruhe betrachtet. Genial. Also, danke für den Tipp. Das haben wir jetzt auch. Diese Woche ist natürlich einiges dazwischen gekommen. Ich wollte ja eigentlich die vier Wagen hier fertig kriegen. Jetzt habe ich noch nicht mal den ersten ganz fertig. Bei den anderen, bei den Bremserwagen, da will ich ja noch ein Licht hier vorne mit reinmachen. Wo sind wir? Hier vorne mit reinmachen und eine Schlussbeleuchtung mit dran machen. Muss ich mal sehen, wie ich das hinkriege. Ja, kein Plan, wie das wird, aber irgendwie wird's. Das heißt kein Plan, aber die Vorstellung, was ich vorhabe und wie ich es machen will, habe ich schon. Aber ob das dann so im Endeffekt hinhaut, weiß ich auch noch nicht genau. So, das ist jetzt das dazu. Genug geschwätzt darüber. Und jetzt kommt unsere Lok. Da ist er, das gute Stück. Also Pico üblich verpackt. Rücken wir mal die Wagen beiseite, dass wir hier ein bisschen mehr in die Mitte kommen.
So. Das. Klebstreifen. Hat nicht so sonderlich gehalten hier drüben. So, jetzt kippe ich die einfach mal hier raus. Haben zwar die Folie reingelegt, aber zum Rausziehen war das jetzt auch nicht so richtig. Tun wir mal das Gehäuse weg. Das Gehäuse, die Verpackung. So sieht sie von oben aus. So sieht sie von der Seite aus. Eine wunderschöne Lok. Zählt eh mit zu meinen Lieblingsloks, die V60 der DR. Zusammen mit der 110er oder mit der V100. Tja. Und natürlich die Digger aus Babelsberg darf nicht fehlen. Die drei Loks sind wirklich, finde ich, zeitlos und wunderschön. Ja, und an die Lok habe ich eh spezielle Erinnerungen, aber darüber habe ich schon mal gesprochen, glaube. Ja, wo ich damals mit auf dem Güterbahnhof gearbeitet habe oder so. Also, was heißt mit, wo ich auf dem Güterbahnhof gearbeitet habe? Und ich hatte wirklich mal eine Pause zwischendurch, was nicht oft war, weil der Güterbahnhof war immer voll. Wir hatten immer zu tun. Von wegen, die Ossis haben nur da gesessen und Däumchen gedreht. Egal. Ja, also hatte immer zu tun. Aber wenn wirklich mal 5 Minuten Stillstand war, was heißt Stillstand, Ruhe war oder 10 Minuten hatte man auch mal zwischendurch, muss man auch ehrlich zugeben. Bin ich öfters, also ich habe die Lokführer da alle dann schon gekannt, weil die Loks mich halt einfach interessiert haben und da bin ich dann meine Pause nicht hoch in die Kantine gegangen oder in die Baracke und habe Kaffee getrunken, sondern bin dann mit der Lok mitgefahren. Und das war eigentlich immer sehr interessant und schön, also da habe ich echt gute Erinnerungen dran. Ja, und deswegen sind die Loks bei mir auch so beliebt. Und die hier von der jetzigen Privatbahn, die ist ja wirklich spitzenmäßig, auch von Lack her. Gefällt mir echt gut. Finde ich. Auch vom Umbauaufwand her ist es eigentlich vom Prinzip her noch dieselbe, diese bloß anders lackiert. Genial, genial gelöst von der Privatbahn, gefällt mir wirklich gut. Schöne Lok, auch von Pico jetzt mal zum Modellbahn übergehen. Von Pico wieder ein ganz wunderbares Modell. Die Loks sind eh wunderschön. Alle Anbauteile dran. Es ist, ja, was soll ich sagen? Einfach eine wunderschöne Lok. So bin ich wirklich hellauf begeistert. So, jetzt haben wir das auch. Also, ja, wie gesagt, diese Woche war es ziemlich turbulent bei mir. Deswegen ist hier mit Zugfahrt heute nicht allzu viel. Ich weiß, jetzt seid ihr unter Garantie wieder enttäuscht. Mit Recht. Ich versuche heute noch ein bisschen was hinzubiegen, dass ich euch vielleicht noch ein Video zeigen kann, mit fahrendem Material oder rollendem Material. Ja, werden wir dann sehen, was ich da noch auf die Reihe kriege. Aber das wird dann ein extra Film, den bringe ich dann extra raus. Also, vielen Dank fürs Reinschauen wieder mal. Wünsche euch einen schönen Sonntag und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ich habe wieder einige Termine die Woche über. Wie weit ich hier mit den Wagen komme, weiß ich noch nicht genau. Für einen Wagen habe ich es dann teils noch. Für die anderen, die habe ich bestellt. Also, und ja, jetzt, das Grundprinzip ist ja jetzt raus, wie ich es mache. Demzufolge sind die anderen drei Wagen jetzt eigentlich im relative Selbstläufer. Das geht dann von Wagen zu Wagen dann schneller. Was ich noch gemacht habe, ist, ich hoffe, man kann es sehen. Ich habe jetzt hier an dem Pluspol gleich den Vorwiderstand, SMD-Vorwiderstand mit eingelötet, wo dann die Kabel vom Decoder dran kommen. Also, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Sonntag dann wieder. Ich glaube, im Laufe der Woche werde ich auch nochmal wiederkommen. Ja,
werden wir sehen, wie, was, wann, wo. Und vielen Dank für euer Interesse an meinem Kanal.